Hi zusammen. Ich habe heute für euch den Microsoft Wireless Display Adapter. Und ist im Prinzip ein Adapter, mit dem ihr beispielsweise euer Smartphone, euer Tablet oder Notebook, wie auch immer, kabellos mit einem Fernseher oder einem Bildschirm verbinden könnt, also einem Monitor verbinden könnt. Und den wollte ich jetzt einfach mal kurz ein bisschen zeigen. Ich meine, viel zu sehen gibt es letztendlich nicht. Wir haben hier letztlich in der Packung nur den Stick selbst. Das ist im Prinzip hier so ein HDMI-Stick. Und wird einfach nur in den HDMI-Anschluss des Monitors oder Fernsehers gesteckt und dazu hier noch einen USB-Anschluss für die Stromversorgung, sprich einen freien USB-Anschluss solltet ihr auch noch haben am Fernseher oder im Zweifelsfall nehmt ihr euch eine USB-Verlängerung dazu und hängt noch ein Netzteil mit dran. Und letztlich noch hier ein Verlängerungskabel für den HDMI-Anschluss, also sprich, falls ihr irgendwie aus irgendeinem Grund nicht direkt den Stick in den Fernseher stecken könnt, könnt ihr eben hier das Ganze noch mit der Verlängerung dann eben noch ein bisschen erweitern, seid ein bisschen flexibler einfach. Ja, ansonsten haben wir noch ein bisschen Zettelkram drin, sprich hier eine Anleitung, den ganzen rechtlichen Kram und so weiter, was halt immer mit dabei sein muss. Und ja, das war es an sich auch schon. Und deswegen würde ich sagen, wir schauen uns einfach mal an, wie man das Ganze anschließt. Eigentlich ist das auch ganz einfach. Wir brauchen jetzt in unserem Fall hier lediglich den Stick ohne Verlängerung, denn der passt hier wunderbar an den Fernseher. Und wir nehmen einfach hier jetzt HDMI 2, der ist noch frei. Und da kommt jetzt einmal der Stick rein. Und hier unten haben wir noch einen freien USB-Anschluss. Und den nehmen wir jetzt ganz einfach für den USB-Stecker. Kabel kann man natürlich dann noch ein bisschen schöner verlegen. Hier hängt es jetzt nur an der Seite raus, aber das kann man dann natürlich im Nachhinein noch korrigieren. Und ja, das war es eigentlich auch schon. Jetzt nur noch Fernseher einschalten, den HDMI-Anschluss auswählen, den ihr hier gewählt habt, wo ich es eingesteckt habe. Und schon könnt ihr loslegen. Ja, und jetzt nach dem Einschalten seht ihr dann schon direkt, wenn ihr eben den entsprechenden HDMI-Anschluss ausgewählt habt, direkt diesen Bildschirm vom Microsoft Wireless Display Adapter und könnt dann eben jetzt euer Gerät hernehmen. Ich habe jetzt hier einfach mal mein Lumia 1520 genommen und habe mir das Ganze auch in den Schnellstart hier oben gelegt, einfach externe Anzeige. Habe mir gesagt, er soll mal danach suchen, also er kennt den Stick jetzt in dem Fall schon und verbindet das Ganze ganz einfach. Und schon haben wir eben hier die komplette Seite, geht natürlich auch im Querformat auf dem Display. Dauert immer nur einen kleinen Moment, weil das ist wie gesagt ein bisschen Verzögerung drin, wie man jetzt hier sieht. Liegt einfach daran, dass es eben per Wi-Fi das Ganze überträgt. Dadurch hakt es ein bisschen. Also ich sag mal, die Verzögerung ist soweit nicht weiter schlimm, wenn man jetzt eben beispielsweise einen Film oder ähnliches guckt. Denn der Ton kommt, ich sag mal, exakt identisch zum Bild an. Ja, also mit der identischen Verzögerung, sprich, man merkt dort keinen Unterschied. Ja, also man hat jetzt nicht irgendwie asynchron das Ganze. Und es ruckelt natürlich dabei auch nicht. Also das ist natürlich immer so ein Punkt, der dann natürlich wichtig ist zu erwähnen. Denn hier ruckelt es natürlich manchmal so ein bisschen, weil er die Seite nachladen muss. Aber das basiert eben alles rein auf dieser Verzögerung hier. Gut, dann so viel zum Microsoft Wireless Display Adapter und dann bis zum nächsten Mal.